was man von Marx lernen könnte oder lernen kann. Und die Fortsetzung dieser Frage heißt, die Antwort, alles Nötige über Arbeit und Reichtum. Da haben wir das erste Zitat aus dem Kapital, ganz zu Beginn, Seite 49. Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als ungeheure Warensammlung. Die einzelne Ware als ihre Elementarform, Gebrauchswerte bilden den stofflichen Inhalt des Reichtums, welches immer seine Form sei. Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht. Was dann da herrscht, will ich nicht voraussetzen. Da komme ich heute in 7 Schritten ungefähr hin. Aber eins ist deutlich, wenn das stimmt, was der Marx hier schreibt, im Kapitalismus trifft es zu, von einem allgemeinen Reichtum zu sprechen, von einer ungeheuren Warensammlung. Denn im Unterschied zu Produktionsweisen, die vor dem Kapitalismus herrschten, gibt es heutzutage nicht mehr das, dass bestimmte Sachen nicht vorhanden sind. Essen, Nahrungsmittel meine ich. Wohnungen, Kleidung, alle möglichen Lustbarkeiten, die man sonst noch haben möchte, Computer, elektronische Geräte, Vergnügungen aller Art, also Geräte, die alle Vergnügungen aller Art bereiten. Die Fantasie ist frei und selbst die fantasielosen Menschen, selbst die bescheidensten, kommen nicht umhin, die ganze Zeit vertraut gemacht zu werden, was die Industrie schon wieder alles Neues erfunden hat, was für neue Gebrauchswerte, was für neue Waren auf dem Markt sind, und nicht wenige sagen, da muss man zugreifen. Es herrscht tatsächlich Reichtum. Es ist also die Besonderheit im Kapitalismus, die Knappheit früherer Zeiten ist überwunden. Die Natur, aus der ja die ganzen Stoffe gewonnen werden, mit denen diese ungeheure Warensammlung produziert wird, die Natur, da kennt sich die Wissenschaft aus, was man machen muss, um Naturstoffe umzuwandeln in Smartphones. Das heißt, diese ungeheure Warensammlung ist nicht bloß, man hat alles, man könnte alles haben. Den Pferdefuß werden wir ja noch zu sprechen kriegen. Sie setzt auch ein Wissen voraus, was die Produzenten befähigt, so gut wie alles herzustellen, was immer der menschliche Geist sich vorstellt. Wieder mit einem gewissen Pferdefuß. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, Tauschwert. Aber von der Gebrauchswertseite her ist alles zu haben. Ist alles vorhanden. Und wenn irgendwo Mängel festgestellt werden, nehmen wir etwa das Beispiel der Automobile. In früheren Zeiten war es sehr gefährlich, von der Straße abzukommen. Heutzutage gibt es alle möglichen automatischen Gerätschaften, die sind erfunden worden. Da kann man sogar ein Abkommen von der Straße bei hoher Geschwindigkeit noch überleben. Also wenn ein Ding irgendeine Mangel hat, es gibt alles. Vielleicht nicht jedes Auto, aber prinzipiell. Vielleicht ist das, dass nicht jedes Auto diese wunderbaren automatischen Vorrichtungen hat. Wo also zum Beispiel Red Bull oder Mercedes bei Formel 1, wenn die an die Bande knallen, dann steigen die nacheinander aus und fahren glatt am nächsten Tag wieder weiter. Wenn nicht jedes Auto solche wunderbaren Einrichtungen hat, dann muss es was zu tun haben, nicht mit dem, dass es nicht zu haben wäre, sondern dass es vielleicht an den Tauschwert hängt. Zitat Nummer 2.
In der von uns betrachteten Gesellschaft bilden sie, die Gebrauchswerte, zugleich die stofflichen Träger des Tauschwerts. Der Tauschwert erscheint zunächst als das quantitative Verhältnis, die Proportion, worin sich Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte anderer Art austauschen. Jetzt kommen etwas entlegene Beispiele. Wer wichst heute schon auf seine Stiefel? Damals war es noch üblich, da X Stiefelwichse, Y Seide, Z Gold. So viel Algebra kennt jeder, soll also unterschiedliche Zahlenverhältnisse darstellen. Der Tauschwert von einem Quarter Weizen ist, müssen X Stiefelwichse, Y Seide, Z Gold und so weiter durcheinander ersetzbare oder gleich große Tauschwerte sein. Beide getauschten Dinge sind also gleich einem dritten, das an und für sich weder das eine noch das andere ist. Marx hält also schon in dem ersten Seiten des Kapitals fest, die Annehmlichkeiten, die die Gebrauchswerte darstellen, die sind nicht einfach aus der Welt und nicht einfach zu haben, sondern es kommt darauf an, dass man Geld hat, um sie zu kriegen. Marx spricht davon, dass die Gebrauchswerte Warenform haben. Was heißt es, Warenform haben? Marx hat manchmal so etwas hegelianisch stehende Ausdrücke, Form, Erscheinung, Wesen. Ist aber einfach, eigentlich ziemlich einfach zu erklären. Ich will damit bloß sagen, das sind Waren und die Warenform bezeichnet sich dadurch aus, erstens muss das Ding nützlich sein, Gebrauchswert haben. Und zweitens hat es einen zweiten Charakter, eine zweite Eigenschaft, nämlich Tauschwert. Wenn nur die Gegenstände nur Gebrauchswert hätten, dann wäre das Leben eigentlich schon fast gemeistert, bräuchte man sich bloß noch zu bedienen. Sie haben aber Tauschwert. Was das ist, komme ich noch dazu, aber in dem Tauschwert ist über eines bereits entschieden. Der Überfluss, von dem die Rede war, ungeheure Warensammlung, der Überfluss, der wird offensichtlich nicht hergestellt dafür, dass Leute einfach Bedürfnisse haben. An den Bedürfnissen zählt nämlich nur eins. Man muss zahlungsfähig sein. Ohne den Tauschwertcharakter der Ware zu bedienen, ist gleich Geld rauszurücken. Das ist dann die entwickelte Form davon. Marx fängt da schon langsam an. Erstmal Stiefelwichse gegen Seide, Seide gegen Polster, Haus gegen alles mögliche andere. Lauter einzelne Verhältnisse. Und ob man nun sich vorstellt, den Naturaltausch oder ob man sich die entwickelte Geldvorstellung macht, ist dafür erstmal unerheblich. Die Waren werden nur aus der Hand gegeben von dem, der sie produziert, und er will sie aus der Hand geben. Da ist nämlich jeder Produzent, hat sich festgelegt auf ein ziemlich enges Spektrum von Waren. Im Kapital schaut so aus, als ob es immer Handwerker wären. Das sind aber nicht bloß Handwerker gemeint, Marx muss es erstmal ganz einfach machen. Darum sagt er, das, was das wesentliche Verhältnis ist, ist gleichgültig, ob man da Mercedes-Benz mit 300.000 Beschäftigten oder Mittelständler mit 1.500 Beschäftigten oder ein Handwerker mit 5 bis 10 Beschäftigten sich vorstellt, ist es im Prinzip bei allen das Gleiche. Warum die produzieren, ist nicht den Leuten einen Gefallen zu tun mit dem Gebrauchswert, sondern nur den Leuten einen Gefallen zu tun mit dem Gebrauchswert, die den Tauschwert bedienen, den Tauschwert herausrücken. Ich habe schon mal eine Einladung gehabt, zum Preis unseres Buches, und das kann manchmal,
ist auch, das heißt manchmal für die überwiegende Teil der Weltbevölkerung, für die große Teil der Weltbevölkerung tödlich, für die überwiegende Teil der Weltbevölkerung sehr, sehr dürftig. In unseren Breiten gilt das als Wohlstand, aber da ist dann manches andere fällig, wenn wir noch darüber zu reden haben. Es muss jedenfalls der Gebrauchswert berappt werden, sonst kommt das Bedürfnis nicht zum Zuge. Wann, wenn das aber so ist, sagt Marx, das kann ich mir jetzt künftig sparen, sagt Marx. Ist ja wurscht, ob er sagt oder ob ich sage. Stimmen muss es. Wenn das so ist, dass die Waren von den einzelnen Produzenten nur hergestellt werden, nur hergestellt und verkauft werden, wenn sie den Tauschwert dafür bekommen, dann ist der Zweck der Produktion was? Bedürfnisbefriedigung? Ja, irgendwie schon auch. Ne? Ohne Bedürfnis wird keiner Geld rausrücken. Aber im Zweifelsfall, wenn das Geld nicht vorhanden ist, merkt man ja, das Bedürfnis bleibt unbedient. Das mag noch so dringend sein. Kann sich ja um Überlebensnotwendiges handeln. Es wird nicht bedient, wenn kein Geld, wenn kein Tauschwert herausgerückt wird dafür. Und daraus ist der Schluss zu ziehen, und hat der Marx auch gezogen, dann ist der Zweck dieser Produktionsweise nicht eine hochdifferenzierte, arbeitsteilige Produktion für die Gebrauchswerte, für die Bedürfnisse, sondern ist der Zweck dieser Produktion der Geld zu erwerben. Alles nur herzustellen, um zu landen bei der Geldform. Nur wenn das Geld in der Kasse klingt, ist der Produzent mit seinem Zyklus durch. Wenn ihm es nicht gelingt, wenn es ihm dauerhaft nicht gelingt, aus welchen Gründen auch immer, ist als Produzent, als Anbieter erledigt. Zweck der Produktionsweise ist der Gelderwerb. Und alle Gebrauchswerte werden von Dingen, die sie herstellen, nur nach einem Gesichtspunkt taxiert. Wie viel Geld lässt sich damit erlösen? Und zwar möglichst viel. Wie kommt in diesem Verhältnis bei der Frage des Anbieters, wie viel Geld lässt sich erlösen? Wie kommt das Bedürfnis davor? Es kommt vor als ein Stachel, den der Anbieter rührt im Bedürfnis desjenigen, der die Ware braucht zum Leben. Es wird ihm der Gegenstand so lange vorenthalten, bis das Geld rausrückt. Da könnte man sagen, Erpressung. Bloß Erpressung ist so ein Wort, was bei der Ökonomie seine Tücken hat. Erpressung ist ja eine juristische Frage. Man weiß ja, wenn jemand das Geld nicht hat und der die Ware nicht bekommt und die Ware doch sich grapscht, ist gleich Diebstahl begeht, dann kriegt nicht der Erpresser, nämlich der Anbieter, eine Strafe, sondern derjenige, der sich nicht erpressen lässt, einfach zulangt. Erpressung ist da schon drin, sachlich. Als jeder Mensch, der über Geld verfügt, natürlich von dem, der was anzubieten hat, tja, von Kauf zu Kauf, an dem Punkt immer näher geführt wird, wo plötzlich das Geld weg ist. Das ist bei manchen, bei 30 Tagen im Monat, oft schon ungefähr beim 20. um der Fall. Da muss man sich entweder verschulden, wenn man verschuldungsfähig ist, aber das wollen wir erst ganz, ganz spät behandeln, die Verschulderei. Da ist der Mensch ab dem 20. halb zahlungsunfähig. Und muss schauen, wo er bleibt. Die Erpressung hat ja ihre handfeste Wirkung, indem
und setzt voraus, dass dieses Verhältnis zwischen Anbieter und Nachfrager, der das Geld ausgeben soll, nicht bloß so ein vielfältiges ist. Der eine hat die Ware, der andere hat das Geld und dann wird man sich handelseinig. Sondern es ist, wie gesagt, eine Art Erpressungsverhältnis, nicht juristischer Art, liegt dem zugrunde. Und das Erpressungsverhältnis funktioniert bloß unter einer Voraussetzung. Nämlich, dass das nicht passiert oder wenn es passiert, bestraft wird, dass ich gesagt habe, was macht jemand, der es braucht und kein Geld hat? Er holt sich es einfach. Dieses Gebrauchswert und Tauschwert, diese ersten Bestimmungen der Ware, setzt einen ganzen Gewaltapparat gesellschaftlicher Art voraus. Die ganze Gesellschaft muss umstellt sein von Aufsehern, die aufpassen, dass das Geld, dass das Geld erst bezahlt wird. Die haben meistens gar keine Uniformen, die sitzen in der Kasse. Und vielleicht noch ein paar private, die für die rumschleichen. Aber es gibt auch die Uniformierten. Dann nämlich, wenn jemand zugelangt hat und die Ware rausgetragen hat, dann wird er bei der Polizei angezeigt und abgeführt. Dann gibt er Strafe. Ein ganzer Gewaltapparat ist nötig, damit dieses wunderbare arbeitsteilige System viele einzelne Anbieter haben, viele einzelne Waren anzubieten und viele Nachfrager fragen nach. Damit es alles wunderbar funktioniert, setzt es voraus einen flächendeckenden Gewaltapparat. Manchmal muss man mal erst nach Afrika fahren, wo es in manchen Fällen, in manchen Regionen sehr robust zugeht, weil diese Gewalt fehlt. Da gibt es dann Kampf aller gegen alle, die Waffen haben und so weiter. Mitten im entwickelsten Kapitalismus passiert gelegentlich mal ein großer Stromausfall. In der Millionenstadt New York zum Beispiel. Und es dauert und dauert und dauert, bis der Fehler gefunden wird. Und wie es wieder hell wird, 3, 4, 5 Stunden später, sind die Läden leer. Und die Kassen auch. Da hat sich das Bedürfnis plötzlich selbstständig gemacht, hat gesagt, Geld, tja, wenn die Gewalt nicht funktioniert, brauche ich auch kein Geld zu bezahlen. Dann merkt man das ganze System, man hat sich so dran gewöhnt. Man geht in den Supermarkt, lädt seinen Korb voll, geht in die Kasse, lässt es scannen. Künftig geht es alles automatisch dann mit den RFIDs, das braucht bloß noch durch und dann wird er automatisch vom Handy abgebucht und so weiter, alles schon in der Zukunft geplant. Aber der Inhalt ist immer derselbe. Der Gebrauchswert wird bloß hergegeben gegen die Verarmung dessen, der sich den Gebrauchswert zueignen will. Er wird ärmer drüber. Am Ende des Monats ist das Geld weg. Und wir kommen dann noch dazu, im Zitat, Zitat Nummer 5, kommen wir noch dazu, was das für Folgen hat für den Menschen. So, also Gebrauchswert, Tauschwert. Diese grundlegenden Verhältnisse erklärt Marx in den ersten, in der ersten Seiten des Kapital. Und dann kommt er auf den Punkt, was ist denn nun eigentlich das, was den Wert ausmacht? Bevor ich dazu darauf zu sprechen komme, gibt es zu den bisher Gesagten auch Fragen. Ich will nur an einzelnen Punkten die Gelegenheit geben, falls was nicht verstanden worden ist, nachzufragen. Der nächste Punkt wäre dann, und was ist denn die Einheit oder die Substanz? Woran bemisst sich denn eigentlich dieser Wert, den die Ware hat? Wollen wir kurz noch zusammenfassen. Also, Gebrauchswerte sind fürs Bedürfnis da. Als Gebrauchswerte haben wir zugleich Tauschwert. Die zweite Bestimmung heißt, sind Mittel für einen Tausch und müssen sich für einen Tausch bewähren. Wenn sie das nicht tun, fliegen sie weg. Das geht bis zur Zerstörung. Gebrauchswerte nicht produziert für den Gebrauch,
sondern um Geld einzuspielen. Der Gebrauch ist dann Privatsache, die Folge. Da ist ein klarer Widersinn drin in dieser Art, nämlich es findet eine Arbeitszahlung statt, aber die Arbeitszahlung, da weiß niemand was davon, wie die Arbeit geteilt ist. Das setzt sich durch eine Konkurrenz dieser Privatleute. Da denken welche, ach, machen wir Autos oder machen wir Fahrräder oder machen wir Nähmaschinen in der Frühzeit des Kapitalismus. Und da gab es noch viele Anbieter, nicht wie heute, bloß noch 6 oder 7. Und haben probiert. Und haben die einen sich durchgesetzt, die anderen nicht. Immer nach dem Prinzip, wer den meisten Wert abgeschöpft hat, der hat überlebt. Die Arbeitsteilung, das Wort Arbeitsteilung, ist eigentlich genau genommen für den Kapitalismus ein Euphemismus. Euphemismus heißt eine Schönfärberei. Wenn man sich was teilt, zum Beispiel der Erbschaft, kann man sich auch darüber streiten, aber man kann es auch einfach sich zusammensetzen und sagen, du kriegst das, du kriegst das, du kriegst jenes. Da wird sich aber darüber unterhalten, wer kriegt was. Wer welche Arbeit oder welches Produkt herstellt, da gibt es niemanden, der mit anderen darüber diskutiert. Jedenfalls zumindest nicht mit anderen, mit Leuten aus einem anderen Kollektiv. Es setzt sich ganz brutal durch in einer Konkurrenz. Ist also eigentlich gar nicht in dem Sinn Arbeitsteilung, dass man sagt, was braucht denn die gesamte Gesellschaft? Wie viel Arbeit haben wir da zur Verfügung? Wie viel Rohstoffe brauchen wir dazu? Wie viel Energie und so weiter? Und dann geht's los. So legen alle los im Kampf aller gegen alle um die immer beschränkte zahlungsfähige Nachfrage der Leute. Das ist, würde ich sagen, unvernünftig, unrationell. Zu diesem Verhältnis gibt es eine, machen wir mal kurze Hinweise auf die Ideologie. Eine Ideologie, die heißt die unsichtbare Hand. Invisible Hand von Adam Smith. Ein früher Aufklärer, der sich Gedanken gemacht hat über diese merkwürdige Art der Arbeitsteilung. Jeder wirtschaftet darauf los. Und dann kommt irgendwie was raus, nämlich jeder kommt im Maß dessen, was er an Geld einwirft, an das, was er braucht. Und so plötzlich ist das ganze Geld ausgegeben. Und viele waren nicht gekauft, aber jedenfalls im Großen und Ganzen doch. Und dann sagt er, wenn man das möglichst ungestört laufen lässt, dann ist es wie wenn es ein Gott gäbe, der mit unsichtbarer Hand dieses lenkt. Er hat sich also gedacht, das Geld ist eine Art Ersatz für das, was ihm eigentlich auch eingeleuchtet hätte, für einen planmäßigen Umgang mit dem Reichtum, über den die Menschen verfügen, sowohl an Arbeitsfähigkeit als auch an Naturstoffen. Er hat gedacht, das geht doch ganz von selber. Er hat selber in seinem Buch manches davon geschrieben, wo es ihm auch nicht ganz eingeleuchtet hat, dass da die unsichtbare Hand Gottes des Marktes sich betätigt. Es ist dann wirklich ein Hohn auf die Wirklichkeit. Es gibt Reiche neben Armen. Unverkäufliche Angebote, zum Beispiel Autos auf Halde, neben unbefriedigten Bedarf, Wohnraum. Umgekehrt gibt es Leerstand an Wohnraum. Es ist eben doch nicht wunderbar, dass die Rechnung aufgeht. Sondern der Konkurrenzkampf führt dazu, dass welche von einer Ware mal zu viel, mehr als die Nachfrage, mal zu wenig als die Nachfrage erzeugt. Und dann kann man, wenn das letztere der Fall ist, wunderbar zugreifen, mehr Geld verlangen, weil die anderen ja alle drauf scharf sind. Und letztlich kommt nur selber raus, die Nachfrage entscheidet, mit der Nachfrage entscheidet nicht das Bedürfnis, sondern die Zahlungsfähigkeit. Gut, was ist nun das, was die Substanz und das Maß des Werts ist? Das ist Zitat.
abstrakte Arbeit sieht man also vom Gebrauchswert der Waren Körper ab. So bleibt ihm nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten. Diese Dinge stellen nur noch dar, dass in ihrer Produktion menschliche Arbeit verausgabt, menschliche Arbeit aufgehäuft ist. Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen Substanz sind sie Werte, Warenwerte. Zieht man ab von der Bestimmtheit der produktiven Tätigkeit und vom nützlichen Charakter der Arbeit, so bleibt das an ihr, dass sie eine Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, Verausgabung von Hirn, Muskel, Nerv ist. Abstrakte Arbeit. Entscheidend ist aber jetzt erstmal bei der Erklärung des Sachverhalts nicht abstrakte Arbeit. Entscheidend ist die Bestimmung dessen. Was müssen die Waren im Austausch zeigen? Als ob es geplant wäre, als ob die Arbeitsteilung geplant wäre, müssen die Waren auf dem Markt zeigen, dass sie erstens überhaupt Nachfrage finden und zweitens Nachfrage finden im Maßstab dessen, was an Arbeit in ihnen realisiert ist. Nicht bestimmte Arbeiten, Schneiderarbeit, Weberarbeit, Schusterarbeit oder technische Arbeiten, Automobilhersteller und so weiter. Nicht das ist das Entscheidende. So schlicht und einfach die Tatsache, es ist gearbeitet worden. Jetzt kommen wir einem Widerspruch auf die Spur, der wirklich merkwürdig ist. Ungeheure Warensammlung. Lauter konkrete Waren. Für lauter konkrete Bedürfnisse. Und was zählt an dieser wunderbaren Warenwelt wirklich ökonomisch? Dass Leute geschuftet haben. Dass sich Leute angestrengt haben. Nicht mehr. Und diejenigen, die die Waren herstellen lassen oder herstellen, haben kein anderes Interesse, als möglichst viel Wert einzuheimsen, einzustreichen. Das heißt also, dass von der Schufterei, von der Arbeit, die die Menschen in der Gesellschaft abgeliefert haben, möglichst viel in die Kasse der eigenen Firma gelenkt wird. Der Reichtum der Gesellschaften, die sich als ungeheure Warensammlung darstellt, schrumpft zusammen auf die Schinderei, die Arbeit betrifft. Da hat Marx dazu gesagt, merkwürdig, 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 der wahre Reichtum der Gesellschaft liegt doch nicht darin, dass man arbeitet. Arbeit ist doch eine notwendige Tätigkeit, eine Tätigkeit, die die Not abwendet. Das muss man, weil es nicht von selber konsumierbar ist, die Naturstoffe. Das ist ein Reich der Notwendigkeit, sagt er dazu, die Arbeit. Und was macht der Kapitalismus? Er fesselt eine ganze Klasse von Menschen, die Arbeiter, an diese Tätigkeit, bloß zu arbeiten und nichts sonst zu tun. Und eine andere Klasse, nämlich die, die diese Arbeit organisieren und das Kapital vorstrecken, das Geld vorstrecken, damit die funktioniert, haben nichts anderes im Kopf als von der insgesamt geleisteten abstrakten Arbeit in Form von Geld möglichst viel in die Kasse zu lenken. Sagt der Marx, rationell ist das nicht. Rationell wäre doch der Standpunkt, wie kann man denn eigentlich das Reich der Notwendigkeit, diese notwendige Arbeit, reduzieren? Der wahre Reichtum der Gesellschaft besteht nicht darin, dass man schuftet, sondern dass man frei hat. Das nennt er dann in einem Manuskript, wo er zwischen Englisch und Deutsch und Französisch hin und her kauderwelscht, Disposable Time, verfügbare Zeit, Freizeit, sagt der heutige Deutsche dazu, das heutige Deutsche dazu. Freizeit, also eine Zeit, die ich ganz für mich habe, wo ich frei bin von der Notwendigkeit zu arbeiten. Das ist das wahre Maß des Reichtums. Was macht der Kapitalismus? Er
richtet, oder es ist eine Welt eingerichtet, in der ein Teil der Gesellschaft arbeiten muss. Wir kommen noch dazu, wie und unter welchen Gesichtspunkten arbeiten muss, und zwar möglichst viel. Andere werden dazu gar nicht gebraucht, das ist aber nicht ihr Glück, die haben dann Disposable Time, bloß haben sie leider keine Disposable Gegenstände. Denn für die frei verfügbare Zeit braucht man irgendwas zu tun. Und das Tun ist immer an irgendwelche Gegenstände gebunden. Abgesehen vielleicht ein bisschen philosophieren, aber das wird einem auch manchmal langweilig, mit Mama würde was Konkretes tun. Die verfügbare Zeit, der wahre Reichtum der Gesellschaft, wird im Kapitalismus durchaus produziert. Gibt es sogar. Aber die verteilt sich auf zwei Sorten von Menschen. Diejenigen, die eigentlich arbeiten müssten, weil sie kein Vermögen haben, haben jede Menge Disposable Time, im Unterschied zu denen, die arbeiten dürfen. Und diejenigen, die arbeiten lassen, haben, wenn sie keine Lust mehr haben, zu dirigieren und zu spekulieren und zu verwalten, jede Menge Disposable Time, indem sie einfach bloß einstreichen und andere Dinge, Verwaltungstätigkeit machen lassen. Die gibt es tatsächlich, die Disposable Time, aber die gibt es als Klassenfrage. Bei denjenigen, die arbeiten müssen, um leben zu können, als Verurteilung zu einer Freizeit ohne Verfügung über Gegenstände, und bei den anderen, wenn sie keine Lust mehr haben zu akkumulieren, die Akkumulation selber zu überwachen, einfach Luxusleben. Ein getrennt von der Gesellschaft existierendes Leben, wo man sich alles leisten kann, was man will. Und für jede Menge Zeit hat, damit umzugehen. Was sie da machen, da will ich gar nicht rechnen drüber. Ob sie das so treiben, wie in manchen neueren Filmen, dieser Wall Street Film zum Beispiel, nur das machen die halt dann so. Man kann aber in der Zeit auch was anderes machen. Man muss ja nicht unbedingt so aufhören wie der DiCaprio in dem Film. Die Freiheit bestünde auch darin, was anderes zu machen. Entscheidend ist ja was anderes. Entscheidend ist, die Disposable Time, der wahre Reichtum der modernen Gesellschaft, wird monopolisiert von einer Klasse. Und die andere Klasse ist dazu da, Hirn, Muskel und Nerv zu strapazieren und zu verbrauchen. Gibt es dazu noch Fragen oder Bemerkungen zu diesem Punkt? Dann würde ich kommen zu viertens. Wert und Wertmaß. Ein Gebrauchswert oder Gut hat also nur einen Wert, weil abstrakt menschliche Arbeit in ihm vergegenständigt oder materialisiert ist. Wie nun die Größe seines Wertes messen? Antwort: Durch das Quantum der in ihm enthaltenen wertbildenden Substanz der Arbeit. Die Quantität der Arbeit selbst misst sich an ihrer Zeitdauer. Es könnte scheinen, dass wenn der Wert einer Ware durch das während ihrer Produktion verausgabte Arbeitshandlung bestimmt ist, je fauler oder ungeschickter ein Mann, desto wertvoller seine Ware, weil er desto mehr Zeit zu ihrer Verfertigung braucht. Also, der erste Teil hat geheißen, es ist die Arbeit, die da drin steckt. Die abstrakte Arbeit, nicht die konkrete einzelne Arbeit, sondern das gearbeitet worden ist, die Anstrengung. Und wenn es aber dann quantitativ der Zeit in der Zeit misst, in der Dauer, dann wäre natürlich derjenige, der sich das langsam angehen lässt,
der schön sorgfältig arbeitet oder auch viel Pausen macht, fallen heraus, weil in seinem Paar Schuhe, bei dem Schuster, der so gemütlich arbeitet, vielleicht doppelt so viele Stunden Arbeit verbraucht worden sind, als beim anderen, der sich gesputet hat dabei. Es könnte scheinen, dass wenn der Wert einer Ware durch das während ihrer Produktion verausgabte Arbeitsquantum bestimmt ist, je fauler oder ungeschickter ein Mann, desto wertvoller seine Ware. Weil er desto mehr Zeit zu der Verfertigung braucht. Jetzt kommt eine weitere Bestimmung hinzu. Es zählt nicht die einzelne Arbeit, die ein einzelnes Individuum zufälligerweise oder absichtlicherweise dazu braucht. Es gibt aber auch keinen Lenkungsausschuss der Gesellschaft, die feststellt, wie schnell soll es denn gehen. Jeder, sei er Privatarbeiter oder Privatbetriebe, jeder organisiert die Arbeitsgeschwindigkeit nach seiner Kalkulation. Und dann kommt raus, die einen machen schneller, die anderen weniger schnell, die anderen langsam. Es bildet sich ein Durchschnitt heraus aller Anbieter einer bestimmten Ware und die treffen auf die Nachfrager, die also Geld besitzen, um den Tauschwert zu realisieren. Es gibt nicht bloß die Konkurrenz der Anbieter, es gibt auch die Konkurrenz der Nachfrager bestimmen. Natürlich wird man bei gleicher sonstiger Eigenschaft des Gebrauchswerts, wird man von seinem Geld weniger hergeben wollen, nicht mehr hergeben wollen als unbedingt notwendig. Also man wird schauen, wer ist denn da der Billigste? Es gibt eine Konkurrenz der Anbieter um den Preis jetzt nach der anderen Seite. Nämlich, kann ich den Nachbarn, den Konkurrenten unterbieten? Dann kann ich nämlich viel mehr Waren absetzen. Da habe ich zwar vielleicht, kann ich mehr Waren absetzen. Das heißt, das Regulativ ist nicht die individuelle verausgabte Arbeitszeit. Das Regulativ ist, wie in einer Konkurrenzgesellschaft notwendigerweise entstehen muss, die in der Konkurrenz sich herausbildet, durchschnittliche Geschwindigkeit. Durchschnittliche Produktivität. Marx nennt das die notwendige Arbeit, das ist die überhaupt notwendig ist, die insgesamt, und zwar jetzt die durchschnittlich notwendige Arbeit, die für ein bestimmtes Gut, für einen bestimmten Gebrauchsgegenstand durchschnittlich notwendige Arbeit zu seiner Herstellung. Das ist das, was den Wert einer Ware ausmacht. Und von dem Standpunkt aus gilt dann die langsame Arbeit als zwar doppelt so lang, aber als einfach verschwendete Arbeit. Und die Arbeit, wo jemand schneller war als die anderen, der hat gewissermaßen kürzer gearbeitet, aber kriegt ein 10-20%, je nachdem wie viel schneller er gearbeitet hat, kriegt für seine Stunde, die Stunde, für das Werk einer Stunde, 10-20-30% mehr als die anderen. Regulativ ist die notwendige Arbeit, und zwar die durchschnittlich notwendige Arbeit. Ist es vernünftig, die Frage zu stellen? Naja, es kann dann doch passieren, man denkt, das wäre, so viel haben wir jetzt kalkuliert, dann geht man auf den Markt und stellt fest, andere haben anders kalkuliert. Und dann wird wieder ein kleines Argument gegen den Euphemismus Arbeitsteilung. Man stellt sich raus, diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer länger gebraucht haben, vielleicht waren sie ja gar nicht einfach faul, wie der Marx ein Zitat schreibt, vielleicht waren sie etwas behindert. Dann wird derjenige, der einen Mangel hat, körperlicher Art oder von seiner Ausstattung her, vielleicht hat er
schlechtere Maschinen, nicht so hochproduktive Maschinen. Wir werden später dazu kommen, warum hat er das? Es hat ihm an Geld gemangelt für die Investition. Es hat ihm an Kapital gemangelt, die Maschine zu kaufen, die man braucht, um durchschnittlich notwendige Arbeitszeit abzuliefern. Da wird es bestraft, indem diese Arbeit als überflüssig ausgeschwitzt wird. Da werden Lebenskräfte verbraucht und verschwinden am Müll der Ökonomie, Müllhaufen der Ökonomie. Wir werden ganz zum Schluss noch mal kurz über die Krise reden. In der Krise ist es dann so, dass ganze Abteilungen, wirklich riesige Abteilungen der Wirtschaft, vor dem Problem stehen, sie können diese Waren nicht absetzen. Sie sind nicht notwendig im Sinne der zahlungsfähigen Nachfrage. Das ist die zweite Seite. Ist nicht bloß eine Zeitfrage der Produzenten bei der Herstellung der Ware, ist auch eine Frage der zahlungsfähigen Nachfrage. Und wenn die zahlungsfähige Nachfrage kleiner ist als das Angebot der Waren, dann bleiben die auf ihrem Zeug sitzen. Dann ist diese Arbeit verschwendet. Dann ist die Absurdität im Kapitalismus anschaubar. Frühere Gesellschaften sind, da war Krise, Hungerkrise, wenn es nichts gegeben hat. Getreideernteausfall, Überschwemmungen, sonstige Unglücksfälle der Natur. Da hat es gemangelt. Heutzutage gibt es zu viel davon. Unverkäuflich wegschmeißen. Und zugleich hungern andere. Eine notwendige Folge dieser Art zu produzieren. Jeder privat. Man sieht also, man kann schon bei den ersten Bestimmungen im Kapital sich selbst erklären, wenn man Zeitung liest oder Fernsehen guckt oder in der Internet rumstöbert, was so an Übeln auf der Welt gibt. Da haben sie an ihr Wurzel. Jedenfalls das Übel des Hungers. Gehungert wird heute nicht deswegen, weil die Sachen nicht gäbe. Gehungert wird, weil man sich nicht leisten kann. Und Überfluss besteht darin, dass im Prinzip alles da habhaft ist. Aber der Überfluss wird weggeschmissen, weil er nicht versilberbar ist, weil er nicht zu Geld wird. Ist also nur das Quantum, letzter Satz von 4 nochmal, ist also nur das Quantum gesellschaftlich notwendiger Arbeit, welche seine Wertgröße bestimmt. Klingt so unschuldig. Nur. Da sind ganze vernichtete Existenzen drin versteckt in diesem Nur. Wir kommen jetzt auf den nächsten Punkt. Ja, ja. Also ich habe zum Lehrer ein paar Weltsicht gesehen, also die macht das ist ja wie die Nützlichkeit der Waren, der Inhalt des Wertes, oder? Nochmal bitte? Also ich habe die moderne paar Weltsicht gesehen, das ist ja glaube ich die Nützlichkeit der Waren, die bestimmende Kurse führen können. Ja, können wir gleich, würde jetzt hierher passen. Das wäre die Seite. Die sagen, nein, das ist nicht die Arbeit, sondern das ist die subjektive Wertlehre. Das sind die Einschätzungen, die die Konsumenten machen. Ja, machen wir das mal hier gleich. Also, die sagen, Arbeit kann doch gar nicht sein. Da haben sie natürlich auch Beweise dafür, das sind jetzt Hinweise. Zum Beispiel sagen sie, was das Wasser kostet. Das mag vielleicht in den modernen Städten Mitteleuropas schon kalkuliert sein vom Arbeitsaufwand her und vom Kapitalaufwand. Wenn es kommunal ist, vielleicht nur irgendwie subventioniert.
oder quersubventioniert. Wenn es richtig kapitalistisch geht, und solche Wassergesellschaften gibt es ja mittlerweile in vielen Ländern, ist eigentlich auch das Ziel in der Europäischen Union, das durchzusetzen, dass das Wasser künftig eine normale Ware wird. Dann ist aber immer noch der Preis der Ware kalkuliert durch den Aufwand, den die Kapitalisten, die Wassergesellschaften, dann dafür treiben müssen. Also wie viele Arbeiter müssen sie damit bezahlen, was brauchen sie für Maschinen, was brauchen sie für Rohre, etc. pp. Was sagt der subjektive Wertlehre, Professor? Schau mal in die Wüste. Eine Fata Morgana. Alle stürmen los. Löst sich das entweder auf in nichts, es war eine Fata Morgana, oder es ist eine Oase. Und dort kostet das Wasser nicht. Ich weiß nicht, was in Linz kostet, der Liter. Da kann man, wenn man will, ein Vielfaches verlangen, weil alle jetzt ganz scharf sind, das Wasser zu kriegen. Jedenfalls würden sie die Durchquerung der Sahara nicht überleben. In der Wüste ist das Wasser viel teurer als in der Kneipe oder viel teurer als aus dem Wasserhahn. Beweis kann nicht die Arbeit sein. Der Arbeitsaufwand in der Oase ist nicht größer, vielleicht sogar geringer, als der im städtischen Wasserwerk. Was ist der Pferdefuß dieser Beweisführung? Die Wüste ist kein Markt. Ist gar kein Markt vorhanden. Da gibt es einfach die Not und tatsächlich die Erpressung, das Moment von dem eingangs erwähnten, wie ist das Verhältnis zwischen Anbieter und Nachfrage? Ein Erpressungsverhältnis. Ja, da kann man, weil es eben wirklich kein Markt ist, sondern der Zufall, der eine hat über das absolut notwendige Überlebensmittel und der andere braucht es, kann er jede Erpressung landen, auf die er verfällt. Das ist gar nicht Ökonomie, was ich als Beispiel für der Wert einer Ware kann doch gar nicht immer und allgemein durch die Arbeit erklärt werden. Da würde der Marx sagen, habe ich auch gar nicht behauptet, dass an der Oase das Wasser durch die Arbeit bestimmt wird. Wir reden davon von den Gesellschaften mit den ungeheuren Warensammlungen in den Kaufhäusern und in den Stores. Dort, was da angeboten wird, das ist Produkt von kalkulierter Arbeit. Von Arbeit, die angewendet worden ist, um die Ware, um Warenwert herzustellen. Und das ist natürlich der Grund für den Preis und die Höhe des Preises. Das ist dadurch bestimmt. Zweites Beispiel. Darf ich noch eins dazu sagen? Ja. Nur eine Frage, wie wäre das dann, wie würde man einen Monopolisten dann einordnen? Monopolist? Wenn es darum geht, dass die einzige, also neben dem Gebrauchswert, die einzige Eigenschaft sozusagen die abstrakte Arbeit ist, und man wird jetzt sozusagen, irgendwer wird immer besser produzieren und wird sozusagen das billiger machen können, dann bleibt am Schluss einmal übrig. Ja. Ist das genau dort dann einzuordnen? Für den Fall, dass das tatsächlich so läuft, dass einer übrig bleiben sollte, dann hätte der auch nur noch die nackte Macht und nicht mehr den Maßstab des aufgewendeten Arbeit. Stimmt. Nur der Punkt ist der Monopolist ist auch kein Markt. Dass es Monopolisten gibt, kann Folge von Konkurrenzverhältnissen sein. Können wir jetzt hier noch nicht erklären, müsst ihr ein bisschen erwarten in der Kapitallesekreis. Aber vielleicht kann man so viel sagen. Warum gibt es eigentlich kaum Monopolisten? Was? Der Staat sorgt dafür. Also, der Kapitalismus, der ist gar kein Selbstregelungsmechanismus,
sondern brauchst auch dafür, nicht bloß für, was wir vorhin gehabt haben, Schutz des Eigentums, damit man Preise erzielen kann. Es braucht auch für die Konkurrenz der Kapitalisten untereinander gegeneinander, braucht es Staatsgewalt, die Regeln erlässt und notfalls durchsetzt. Also ganze Konglomerate entpflicht, um wieder Konkurrenten herzustellen. Weil in Amerika zum Beispiel, da war das Telefon immer privat, nie staatlich. Und irgendwann war die große Bell Phone praktisch Monopolist. Was hat der Staat gemacht? Machen wir fünf draus. Genauso beim Erdöl. Standard Oil hat die Firma geheißen von Rockefeller und hat zum Schluss fast die ganze Nation beherrscht und hat ein Gesetz gemacht. Die waren aufgeteilt. Standard Oil of California, Standard Oil of sowieso. Plötzlich gab es eine ganze Reihe von Standard Oils. Sie haben dafür gesorgt, dass Konkurrenz herrscht, damit nicht die bloße Erpressung herrscht, sondern tatsächlich Geld verdient wird. Geld verdienen braucht eben Staatsgewalt. Ich sage nicht bloß bei der Frage des Eigentums, der Eigentumssicherung, sogar bei der Frage, unter welchen Bedingungen konkurriert wird. Warum die Konkurrenz zum Monopol tendiert oder warum da Monopole rauskommen, das will ich jetzt hier nicht erklären, das geht zu weit raus aus dem, was im ersten Band ist. Das kommt dann aber auch schon sehr bald, nämlich im dritten Band. Ein anderes Beispiel wäre Kunstwerke. Der arme Van Gogh hat für seine wunderbaren Werke ziemlich wenig gekriegt und heutzutage können Dutzende von Van Goghs das Malen aufhören, wenn sie ein einziges Bild verkauft hätten von dieser Art, von dieser Nachfrage. Hat es was mit Arbeit zu tun? Nein, würde Marx sagen. Jetzt sind wir ja bei der Kunst. Das ist ja gar nicht die Herstellung von Waren, das ist die Herstellung von einem einzigartigen Gegenstand. Und die Einzigartigkeit des Gegenstands, Liebhaber, da machen die Marktteilnehmer, Anführungszeichen Kunstmarktteilnehmer, das unter sich aus, wer sich welchen Luxus zu welchen Preisen erfüllt. Es ist kein Markt. Es ist ein Hobby von stinkreichen Leuten. Jetzt aber vielleicht noch ein logischer Fehler von der Lehrmeinung, die subjektive Wertschätzung sei der Grund der Preise. Das hat einen logischen Fehler. Was ist wertvoller, ein Stück Brot oder ein Stuhl? Tja, wenn man sitzen will, ist dann der Stuhl unabdingbar. Wenn man Brot essen will, ist Brot unabdingbar. Wenn man auf dem Stuhl sitzen ein Brot essen will, ist beides unabdingbar. Ist eine sinnlose Frage, weil der Preis entsteht nicht aus dem Bedarf des Sitzens. Der Stuhl wird nicht wertlos dann, wenn jetzt gar keiner drauf sitzen will. Und in dem Moment, wo man ihn gekauft hat, wollte man vielleicht gar nicht auf ihn sitzen, sondern wollte ihn bloß mal haben, damit man ihn in die Wohnzimmer stellt, für den Fall, dass Besuch vorbeikommt. Und so weiter und so fort. Daraus bildet sich kein Preis. Gebrauchseigenschaften sind unvergleichlich. Eine Quantifizierung ist da nicht möglich auf dem Gebiet des Gebrauchswerts. Man kann 1, 2, 3, 20 Stühle sagen. Aber nicht 20 Stühle sind gleich 20 Brote. Vom Gebrauchswert her. Das kann nur rauskommen, wenn der Aufwand für den Stuhl und für das Brot verglichen wird, dann kommen Preisverhältnisse raus, wo sich dann vielleicht rausstellt, ein Stuhl sind 20 Brote. Wenn ein billiger Stuhl ist. Subjektive Wertschätzung wird aber auch etwas Zweites hervorbringen. Da müsste es auf dem Markt viele verschiedene Preise geben. Gibt es aber gar nicht. Es gibt immer ähnliche Preise. Dann gibt es welche, die sagen, das kommt von Angebot und Nachfrage. Wenn das Angebot über die Nachfrage steigt, dann fällt der Preis.
Umgekehrt, umgekehrt. Sagt der Martin, was ist dann, wenn Angebot und Nachfrage sich mal ausgleichen? Dann kosten die Sachen immer noch was. Und genau das ist der Wert. Dann, wenn diese Abweichungserklärungen über oder unter dem Wert ausfallen, diese Abweichungskräfte ausfallen, weil sie gegenseitig neutralisieren, dann wäre gewissermaßen der Moment da, wo der Wert bezahlt wird, obwohl es eigentlich niemand so recht merkt, weil es ja ein Konkurrenzkampf ist, wo niemand eine Statistik führt, ist jetzt Angebot und Nachfrage ausgeglichen oder nicht. Das ist ja in der Konkurrenz schlechthin unwissbar. Soweit die Ideologie der subjektiven Wertlehre. Dann kämen wir zum Punkt Geldmaß der Werte und die Scheidung der Klassen. Wie kommt es eigentlich zustande, hat sich der Marx gefragt, auch zu seiner Zeit gab es das, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht. Wie gibt es, dass welche ihr Leben lang arbeiten und bleiben ihr Leben lang arm und andere arbeiten nicht, lassen welche arbeiten und welche Dinge reich drüber? Man kann ja von dem Punkt her, von dem wir jetzt gesprochen haben, abstrakte Arbeit muss man haben, damit man Geld hat, und mit dem Geld hat man Zugriffsmacht auf die ganze Warenwelt. Zugriffsmacht meine ich, dann ist man potent genug, um Waren daheim zu holen. Da sind die anderen nämlich scharf drauf, die es verkaufen. Geld ist Zugriffsmacht. Wenn aber jemand über dieses Geld nicht verfügt, fehlt ihm diese Zugriffsmacht und er braucht irgendwie die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt in Arbeit und Reichtum. Zunächst unterscheiden sich die Menschen nur durch, wer hat wie viel Geld. Der eine mehr, der andere weniger. Aber dieser Unterschied, wer hat wie viel Geld, wird qualitativ dann wirksam, wenn das Geld des einen immer weg ist am Ende des Monats, wenn das Geld des anderen so groß ist, so viel ist, dass er damit was ganz anderes anstellen kann, als es einfach auszugeben. Er gibt es für was ganz Bestimmtes aus, nämlich er gibt denen, die kein Geld haben, weil denen das Geld immer weg ist, und lässt sie für sich arbeiten. Kauft sich also gewissermaßen die Fähigkeit von Menschen, abstrakte Arbeit zu verrichten, damit also Wertsubstanz zu produzieren, kauft die sich und lässt sie für sich arbeiten. Zitat Nummer 5. Zur Verwandlung von Geld in Kapital muss der Geldbesitzer also den freien Arbeiter auf dem Warenmarkt vorfinden. Frei in dem Doppelsinn, dass er als freie Person über seine Arbeitskraft als seine Ware verfügt, dass er andererseits andere Waren nicht zu verkaufen hat, los und ledig, frei ist von allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen Sachen. Mal bis hierher. Wenn also einer Geld hat, was er nicht verbraucht für sich, nicht die Zugriffsmacht dafür verwenden muss, Lebensmittel für sich selber herzukaufen. Dann kann er sich das erwerben, die Ware erwerben, die mehr Wert, auseinandergeschrieben, erzeugt. Und diese Ware hat eine ganz komische Bestimmung, Beschaffenheit. Es sind nicht lebendige Menschen. Sklaven? Der Marx sagt nein, Sklaven nicht. Die Leute müssen frei sein. Aber die Freiheit muss folgende Beschaffenheit haben. Erstens, sie müssen frei sein, sich zu verkaufen. Und zweitens, sie müssen auch zu dieser Freiheit gezwungen sein, sich gezwungen sehen, sich genötigt sehen, sich zu verkaufen. Warum? Weil die ganze Welt, die man braucht,
um aus Arbeit Fähigkeit, abstrakte Arbeit zu machen und in Waren zu, in Gegenstände zu verwandeln. Die ganze Welt, die man dafür brauchen würde, die Rohstoffe, Maschinen, Energie, alle im Privateigentum von Privateigentümern sich befinden. Man kann überhaupt nicht loslegen als freier Arbeiter, wenn die Welt nicht aufgeteilt wäre in lauter Eigentum. Oder umgekehrt. Der Arbeiter muss doppelt frei sein. Frei im Sinne von nicht hörig wie der mittelalterliche Bauer auf dem Gut des Ritters, aber zugleich auch frei von den Mitteln, die man braucht, um aus seiner Arbeit Produkte, mit seiner Arbeit Produkte herzustellen. Nur dann findet jemand, der über Geld verfügt, Leute, die sich dafür hergeben zu arbeiten. Sie müssen gezwungen sein, und jetzt kommt die Zwingerei, nicht über bei Strafe, du wirst eingesperrt, Arbeitshaus oder wohin auch immer, sondern weit bevor die Frage ist, eingesperrt oder nicht, der Hunger treibt einen schon dazu, gibt denn hier irgendwo Arbeit? Diesen Fall gibt es bis heute, das sind dauernd Milliarden, Millionen, Hunderte von Millionen der Milliarden, die auf der Welt leben, dauernd über Übergang befindlich. Denkt an Frontex, Mittelmeer. Jeden Tag machen sich in Afrika Tausende auf, ohne dass man sie zwingt zu arbeiten. Im Gegenteil, sie haben keine Chance dazu zu arbeiten. Nehmen alle Mühen bis hin zur Todesgefahr auf sich, sich zu verletzen bei der Überwindung von Grenzsperren oder die Todesgefahr des Absaufens mit den Nussschalen, über die sie über den Mittelmeer kommen wollen, auf sich, um Arbeit zu kriegen. Gepackt von einem Sachzwang, der scheinbar in Sachen liegt. Die Sachen sind immer Privateigentum von wegen, die Eigentümer drüber sind. Bloß der Sachzwang, der wirkt bloß aus einem Grund. Das sind Staatsgewalten dahinter, die dieses Privateigentum garantieren und gewaltsam durchsetzen. Es ist nicht zu haben für diejenigen, die abstrakte Arbeit verrichten können. Die können sich nur nicht einmal zu einem kleinen Kollektiv zusammentun, weil sie haben nicht genug Geld, um die Mittel fürs Arbeiten zu erwerben. Keine Zugriffsmacht auf Maschinen, auf Energie, auf Rohstoffe. Fortsetzung des Zitats, also frei von allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen Sachen, in der marxischen Formulierung. Alle Sachen, die man braucht, um seine Arbeitskraft wirklich zu was Materiellem zu machen, nämlich zu konsumierbaren Gegenständen, hat man nicht. Dann nach der Klammer, Seite 183, geht es folgendermaßen weiter. Die Arbeitskraft existiert nur als Anlage des lebendigen Individuums. Ihre Produktion setzt also seine Existenz voraus. Zu seiner Erhaltung bedarf das lebendige Individuum einer gewissen Summe von Lebensmitteln. Die zur Produktion der Arbeitskraft notwendige Arbeitszeit löst sich also auf in die zur Produktion dieser Lebensmittel notwendige Arbeitszeit. Oder der Wert der wahren Arbeitskraft ist der Wert der zur Erhaltung ihres Besitzers notwendigen Lebensmittel. Wozu diese pingelige Analyse des Verhältnisses, wie teuer ist denn die wahre Arbeitskraft? Ist es nicht überhaupt der Ungehörigkeit von menschlichen Fähigkeiten, Preise zu verlangen oder Preisausrechnungen zu verlangen? Marx sagt, so macht der Kapitalismus aber. Das ist hier Wirklichkeit. Die Fähigkeit zu arbeiten hat hier einen Preis. Und der Preis ist jedenfalls im Großen und Ganzen, wir kommen gleich zu den Ausnahmen, im Großen und Ganzen bestimmt
durch den Aufwand, der nötig ist, dass die Ware angeboten werden kann. In dem Fall aber, jetzt haben wir die Absurdität, der Anbieter der Ware ist der Arbeiter selber. Er bietet seine Arbeitsfähigkeit an und es wäre natürlich ein Segen, wenn er sie wirklich anbieten könnte und dann kann er daheim noch wunderbar weiterschlafen und die Arbeitsfähigkeit arbeitet. Geht aber nicht. Er muss selber mit. Er muss selber hin. Was ist also der Wert dieser Ware? Sagt der Marx, genau wie jeder bei anderen Ware auch. Was kostet es, die Ware herzustellen? Was kostet es beim Arbeiter? Essen, Trinken, Wohnen, Kleidung und so weiter und so fort. Kann man also seinen ganzen Haushalt mal durch aufstellen. Das, sagt er, ist auch historisch und zu unterschiedlichen historischen Zeiten in anderen klimatischen Bedingungen unterschiedlich, was man da braucht. Manchmal ist es auch, gibt es, sagt er, ein moralisches Element, nämlich was eine Arbeiterklasse meint, unbedingt doch zu brauchen. Zum Beispiel haben die Leute früher unbedingt gebraucht, in der Frühzeit des Kapitalismus, haben sie unbedingt was gebraucht, neben ihrem Lohn für sich, haben sie auch noch was gebraucht für die Spende bei der Kirche, weil sie fromm waren, weil sie gedacht haben, das Leben ist hier ja bloß 30, 40, 50 Jahre und dann geht es aber Millionen Jahre weiter. Also muss man was dafür tun. Auch das kann manchmal Preis der Arbeitskraft und Wert der Arbeitskraft ausmachen. Diese immateriellen Bedürfnisse oder eingebildeten Bedürfnisse, dass sie notwendig wären. Das alles, sagt er, ist der Preis, den diese Ware im Durchschnitt verlangt oder der Wert, den sie verlangen muss. Nur dann, wenn die Unternehmen das bezahlen, können sie auch darauf zählen, dass sie regelmäßig bedient werden von diesen Anbietern. Nur kommt der Pferdefuß dazu. Was ich vorhin erklärt habe, bei den einzelnen Waren, wie kommt der Preis zustande? Es misst ja keiner die Arbeitszeit, die gebraucht worden ist, die durchschnittlich notwendige. Die setzt sich ja durch den Konkurrenzkampf. Und dann sinkt halt mal der Preis der Tische, der Stühle und sonst was. Und dann steigt er wieder. So auch bei der Arbeitskraft. Sinkt und steigt. Die Folge ist leicht zu erkennen. Im Unterschied zu Stühlen, die man auch mal stapeln kann, um zu warten, wann sie wieder verkäuflich sind, ist es bei dieser Ware nicht möglich. Wenn sie nicht dauernd Zufuhr bekommt, Nahrungsmittelzufuhr bekommt, geht sie perdu. Dieser Fall, den wir jetzt auch nicht weiter an der Stelle betrachten, ist bloß wichtig, dass wenn der Marx da sagt, der Wert der Ware Arbeitskraft besteht in dem zu ihrer Produktion notwendigen Waren, also dem Warenpreis dafür, dann sagt er damit nicht, und das kriegt der Mensch auch immer. Sondern geht es dem Menschen, der arbeiten muss, genauso wie dem Besitzer aller anderen Waren, mal steigt, mal fällt der Preis. Bloß ist bei ihm eben mitunter bis zum tödlich oder zumindest mit großen gesundheitlichen und sonstigen Schwierigkeiten verbunden. Er schafft es nicht, sich zu stapeln. Er braucht dauernd Geld. Was sagen die Leute dann, wenn sie Geld brauchen? Ich brauche eine Arbeit. Ich brauche Arbeitskraft. Einen Arbeitsplatz. Was sie da machen ist, gehört auch wieder in die Abteilung Ideologie, für sie ist die Zugriffsmacht Geld so sehr verschmolzen mit dem Arbeitsplatz. Nur wer einen Arbeitsplatz hat, hat regelmäßig Geld, eine regelmäßige Geldquelle. Also denkt der Mensch immer, wenn es ihm schlecht geht, ich habe zu wenig Arbeit. Fatal, sehr fatal, weil er damit nämlich auch erpressbar ist. Wenn die Leute glauben, sie brauchen mehr Arbeit, weil es ihnen schlecht geht, dann stellen sich alle an und plötzlich stellen sie fest, sie machen sich den Marktpreis kaputt. Das ist die Seite von den Besitzern der Arbeitskraft, die Seite von Kapitalisten, schaut jetzt aber ganz kühl und rechnerisch folgendermaßen aus. Woraus besteht eigentlich dann sein Gewinn? Er kauft sich die Arbeitskraft der Leute, beziehungsweise die Verfügung über sie für
8, 9, 10 Stunden, früher war es sehr viel mehr, heute ist weniger, kauft sie und lässt sie arbeiten. Woraus besteht dann sein Gewinn? Antwort: Im günstigsten Fall, ich sage, der nicht immer real ist, im günstigsten Fall kriegen die Leute, die arbeiten müssen für ihn, den Wert der Arbeitskraft. Und die Zeit, die sie arbeiten müssen, bis dieser Preis, diese Preissumme, Wert der Arbeitskraft, die als Lohn dann, als Lohnzahlung im Konto, aufs Konto kommt, in der Zeit, wo sie diese Wertsumme erarbeiten, arbeiten sie quasi für sich selbst. Zwar für den Kapitalisten, aber der gibt ihnen Geld aus, aus dem Erlös. Dann arbeiten sie für sich selbst. Und dazu sagt der Marx, das ist die Arbeit, wieder neue Form von notwendiger Arbeit, das ist die notwendige Arbeitszeit für die wahre Arbeitskraft. Der muss diese 2 Stunden für sich arbeiten, sonst kann er nicht mehr lang antreten und die weiteren 8 Stunden oder 6 Stunden abliefern, auf die der Kapitalist wirklich abgesehen hat. Der Arbeitstag teilt sich damit auf in einen Teil notwendige Arbeitszeit und einen zweiten Teil mehr Arbeitszeit. Und die mehr Arbeitszeit, die bringt den Gewinn. Das ist jetzt aber nicht zu verwechseln mit dem, was die Umsatzrendite ausgewiesen wird bei großen Kapitalgesellschaften. Wo der Gewinn überall hinläuft, das kommt dann im dritten Band dran, dass da sich alle möglichen Sorten von Eigentümern daran teilen, sodass der Einzelkapitalist vielleicht wirklich bloß 10% davon behält und 90% gehen an die Bank und an Grund und Boden, Besitzer und so weiter. Aber jedenfalls, alles das, was da der Überschuss ist, das kann erst dann erlöst werden, wenn diese 10% oder 20% oder halbe Zeit, in der früheren Zeit war es noch länger, wenn die erarbeitet sind, dann fängt das Reich der Freiheit für den Kapitalisten an, dann fängt die Arbeit an, die er unentgeltlich sich aneignet. Diese Erklärung stößt sich aber offensichtlich an einer, da mag ich sagen, an Erscheinungsform, an der Realität, wie wir sie kennen. Der Arbeiter kriegt doch gar nicht 2 Stunden bezahlt und dann gar nichts mehr. Der Arbeiter kriegt 8 Stunden bezahlt. Jede Stunde 10 oder 15 oder 20 Euro, je nachdem, wie viel er, in welcher Lohn da einkalkuliert ist. Sagen wir mal, bloß damit mit 10er kann man besser arbeiten, hat man besser Überblick. Dann hat er 10 Euro Stundenlohn mal 8 macht 80 Euro. Er kriegt nicht 80 Euro gleichgültig, wie lange er arbeitet, er kriegt die bloß für 8 Stunden. Und das erklärt uns der Marx jetzt im nächsten Zitat. Sechstens. Der Wert von 3 Schilling. Zu seiner Zeit war der Kapitalismus in England noch der einzige, der sich schon durchgesetzt hat, deswegen macht er lauter englische Beispiele. Der Wert von 3 Schilling, worin sich der bezahlte Teil des Arbeitstags, das heißt 6-stündige Arbeit, darstellt, der ist ausgegangen von 6 Stunden notwendiger Arbeitszeit, erscheint als Wert oder Preis des Gesamtarbeitstags von 12 Stunden, also in dem Fall 50% Mehrwertrate, Überschuss, welcher 6 unbezahlte Stunden enthält. Die Form des Arbeitslohns, kommt jetzt das entscheidende Argument, löscht also jede Spur der Teilung des Arbeitstags in notwendige Arbeit und Mehrarbeit, in bezahlte und unbezahlte Arbeit aus. Auf dieser Erscheinungsform, das ist wieder so ein hegelianischer Terminus, Erscheinungsform, will er damit sagen, so sieht es aus, so ist es, aber es ist nicht bloß das Gespenst, dass ein Gespenst da auftaucht, sondern so ist es tatsächlich. Der kriegt pro Stunde 10 Euro aufs Konto. Wenn er bloß 6 arbeitet, kriegt er bloß 6 mal 10, 60. Und wenn Kurzarbeit ist also, kriegt er bloß 60 Euro. Und wenn er bloß halbtags geht, kriegt er bloß 40 Euro. Auf diese Erscheinungsform, die das wirkliche Verhältnis unsichtbar macht und gerade sein Gegenteil zeigt, beruhen alle Rechtsvorstellungen des Arbeiters wie des Kapitalisten. Gehen wir nochmal zurück. Der Arbeiter bekommt pro Stunde einen festen Betrag, ausgemacht, tarifvertraglich oder wie auch immer.
Marx sagt aber, der Gesamtlohn, der dann pro Monat, pro Jahr und so weiter reinkommt, der muss ausreichen für die Reproduktion des Arbeiters. Die Art, wie das ausbezahlt wird, an was man es knüpft, ist unerheblich. So ähnlich wie es völlig unerheblich ist, in welcher Form Kapitalisten untereinander ihre gelieferten Waren bezahlen. Ob sie auf einmal bezahlen, ob sie einen Kredit nehmen, ob sie es abstottern in 10 oder 20 oder 30 oder 50 Raten, ist völlig gleichgültig. Am Schluss muss halt rauskommen der Wert der Maschine, der gekauften. Und beim Arbeiter muss zum Schluss rauskommen die Reproduktionsfähigkeit, sonst stirbt er. Was ist jetzt der Witz am Arbeitslohn? Der Kapitalist sagt Folgendes. Du kriegst für jede Stunde 10 Euro und verlangt, dass jede Stunde, selbst dann, wenn er bloß 3 oder 5 oder 7 arbeitet, statt 8 oder 12, jede Stunde soll Mehrwert abwerfen. Also wir warten nicht erst bis deine Reproduktionskosten da sind, dann fängt für mich die Absahnerei an. Sondern jede, die erste Minute ist schon geteilt in beide Bestandteile. Die Form der Lohnzahlung ist gewissermaßen die Garantie für einen Unternehmer, dass jede Arbeitsstunde, die er die Leute arbeiten lässt, auf jeden Fall rentabel ist für ihn. Ob sie rentabel ist, in Anführungszeichen, für den Arbeiter, rentabel heißt da, ob sie den Arbeiter ernährt, ist dagegen Privatsache. Die Form des Lohns, die Aufteilung dessen, was der Mensch braucht zum Leben, die Form des Lohns zwingt den Arbeiter dazu, um das Ziel, für das er arbeitet, nämlich leben zu können, ganz getrennt von der Arbeit sich selber zum Zweck zu machen. Das ist in dem Verhältnis nicht drin. Die Arbeitnehmer, wenn sie sagen, Markt ist schlecht, Absatz ist schlecht, wir machen bloß noch halbe Zeit, dann kriegen sie auch bloß halben Lohn. Aber die Miete ist doch nicht halbiert. Und die Milch kostet immer noch 1,10 Euro und so weiter und so fort. Der Verkäufer seiner, den der Arbeiter bezahlen muss, dem ist es völlig gleichgültig, ob der Mann Vollarbeitszeit hat oder Teilarbeitszeit oder Kurzarbeit. Der Lohn ist also eine Trennung von der Bezahlung des Wertes der Arbeitskraft, der zugleich den Zweck, für den der Arbeiter arbeitet, nämlich leben zu können, ihm zu seiner Privatsache macht. Der Kapitalist kümmert sich nicht mehr darum. Das hat eine Folge. Rein ökonomisch kann man sagen, ist jetzt jede Stunde für den Unternehmer voll gültig. Sie hat einen Teil notwendige Arbeit für den Arbeiter und einen Teil mehr Arbeit für ihn, für seinen Überschuss. Das bringt der Marx jetzt hier im Kapital noch nicht im ersten Band. Oder deutet nur ganz kurz an. Wenn es so ist, dass der Kapitalismus davon lebt, existiert, dass die Leute arbeitsfähig sind, er sich aber nicht darum kümmert in der Lohnzahlung, ob sie von dem Lohn den Wert der Arbeitskraft kriegen oder weniger. Dann bleibt den Arbeitern nichts anderes übrig, das ist ein ganzes Kapitel im Kapital, Band 1, den Arbeitstag, dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als aus der Ökonomie auszusteigen und den Kapitalisten gewaltsam zu erpressen. Gewaltsam in dem Fall, nicht unbedingt jetzt mit Schwert und Feuer, sondern durch Entzug ihrer Arbeitskraft. Wenn du uns nicht den Wert der Arbeitskraft bezahlst, müssen die Arbeiter sagen, nicht sagen, tun. Wenn du uns den Wert der Arbeitskraft nicht bezahlst, dann boykottieren wir dich, bis du bereit bist zu bezahlen. Wo ist ihre Waffe? Ja, der braucht die Arbeiter ja. Für die Gewinnerzielung. Wo ist die Waffe des Kapitalisten? Wenn es genug Arbeiter gibt, dann läuft der Streik tot. In Bangladesch zum Beispiel, wo die berühmten wunderbaren Turnschuhe und H&M und so weiter Leibchen hergestellt werden,
von unterbezahlten Arbeitern, die haben auch schon versucht zu streiken. Was passiert? Ganze Belegschaft raus, neue Belegschaft rein. Also, sie müssen aus der Ökonomie aussteigen und müssen dann feststellen, können sich dieses Aussteigen aus der Ökonomie überhaupt leisten? Können sie den Kampf überhaupt durchstehen, wenn der Unternehmer über genügend Ersatzarbeiter verfügt auf dem Arbeitsmarkt, sodass sie gar nicht abhängt von den Arbeitern, die er gerade hatte? So zum Beispiel in Bangladesch. Bei uns in Mitteleuropa schaut die Sache etwas anders aus. Das wäre ganz extra Fragestellung und auch Diskussion. Im Lesekreis unbedingt mal, müssen wir es mal aufwerfen. Warum schaut es bei uns so anders aus? Aber bei uns ist es jedenfalls so, da gibt es da sogar Recht auf Streik. Oder jedenfalls ein Recht, was den Streik billigt und den Streik reguliert. Ihr dürft eure Arbeitgeber erpressen, damit ihr davon leben könnt. Klammer auf, der wahre Grund ist, hat der Marx auch schon entdeckt im Kapital, die Arbeiter waren so schlecht bezahlt, die Kinder waren so schlecht ernährt. Die haben ja zwar Zwerge in die Bergwerke schicken können, mussten die Stollen nicht hoch ausmeißeln, aber als Soldaten ziemlich unbrauchbar. Der Staat ist über seine Metzelei, die er auf den Schlachtfeldern veranstalten will, darauf gekommen, wozu es führt, wenn die Kapitalisten da einfach nach ihrer Marktmacht wirtschaften lässt. Und hat deswegen Gesetze eingeführt, die das reguliert. Gegen die Kapitalisten, zugunsten der Arbeiter, aber nicht zugunsten der Arbeiter, dass sie dann disposable Zeit massig haben, sondern dass sie fähig sind, ihr Leben lang, jedenfalls im Durchschnitt, anzutreten. Sowohl im Frieden am Arbeitsplatz, als auch im Krieg an der Waffe. Machen wir noch den nächsten Punkt, jedenfalls soweit. Ein weiteres absurdes Verhältnis des Kapitalismus offenbart. Wenn der Arbeitstag, 8 Stunden, 12 Stunden, wie auch immer, wenn der Arbeitstag geteilt ist zwischen notwendiger Arbeit und Mehrarbeit, dann gibt es zwei Möglichkeiten, den Gewinn zu erhöhen. Die eine Möglichkeit ist die, länger arbeiten, statt 10, 12. Gibt es heute immer noch Überstunden. Der Arbeitstag, die Arbeitszeit wird absolut verlängert. Dazu hat der Markt gesagt, da wird der Produzierer, der Rest der Kapitalist, absoluten Mehrwert produzieren. Absolute Mehrwertproduktion heißt, die Zeit wird absolut ausgedehnt. 2 Stunden notwendige Arbeit, oder 5 hat der Marx immer noch, oder 6. 6 Stunden notwendige Arbeit, 6 Stunden Mehrarbeit, plus 2, plus 3, plus 4, je nachdem wie die Konjunktur läuft. Beansprucht den Arbeiter über Gebühr, über alle Maßen hinaus, und der Unternehmer hat damit, und ursprünglich war das auch anders, war das natürlich immer so geregelt, wie war es auch so geregelt, er kriegt für die zusätzliche Stunde auch 10 Euro mehr, oder damals 10 Schilling oder 2 Schilling. Aber die Reproduktionsfähigkeit sinkt, je länger der Mensch arbeitet. Er ist keine Maschine, die man entweder 5 Stunden oder 10 Stunden oder 20 Stunden arbeiten lassen kann. Er ist eine Maschine, die nach irgendwelcher Zeit Schlaf braucht und Essen. Aber das Kapital hat von sich aus erstmal den Drang gehabt, das gnadenlos auszudehnen. Und den hat es heute immer noch. Da, wo sie es dürfen und können, in Bangladesch oder Kambodscha, da, wo die Konjunktur, wo die Arbeitsmärkte zusammenstoßen, Osteuropa, Mitteleuropa, rumänische Löhne, bulgarische Löhne, deutsche, österreichische Löhne, lässt sich da was ausnutzen. Da lässt sich dann auch Mehrarbeit erpressen.
wenn ihr in westlich dieser Grenze, dieser Armutsgrenze, wenn ihr bereit seid zu Überstunden, 20 Kilometer weiter kriege ich jede Überstunde. Zu einem geringeren Preis. Wenn ihr also nicht bereit seid, in eurer Lohnforderung zu euch zu mäßigen, wandere ich aus. 50 Kilometer weiter ist der Lohn die Hälfte. Das ist die eine Seite. Absolute Mehrwertproduktion, sagt der Marx dazu. Sie hat aber ihre Grenze an der Belastbarkeit des Menschen. Der physischen Belastbarkeit des Menschen. Es gibt aber eine zweite. Wenn der Lohn, wenn die Arbeitskraft, der Wert der Arbeitskraft einen bestimmten Teil des Arbeitstages ausmacht und der Rest ist dann für den Kapitalisten, wie wäre es denn, wenn man diesen Teil der notwendigen Arbeit reduziert? Je kleiner der ist, kann man bei gleicher Arbeitszeitdauer mehr, bleibt mehr übrig für die Mehrarbeit, für die unentgeltlich angeeignete Arbeit. Und da sagt der Marx dazu, das ist relative Arbeit, relative Mehrwertproduktion, weil die Relation zwischen den Teilen, der beiden Teilen des Arbeitstags, notwendige Arbeit und Mehrarbeit, relativ sich ändert, zueinander sich verändert. Und jetzt kommt eigentlich der Gipfel der Absurdität des Kapitalismus, nämlich, was ist das Mittel dafür? Diese Verkürzung der notwendigen Arbeitszeit hinzukriegen. Ja, ganz einfach, von der Wertlehre ist die Folgerung ganz einfach. Die Nahrungsmittel und alle Lebensmittel müssen einfach billiger sein. Und Gebrauchswerte müssen das Gleiche leisten, nämlich die Reproduktion zu garantieren. Ich stelle den Sachverhalt jetzt so dar, wie es im ersten Band des Kapitals angegangen wird. Also macht das Kapital was? Es erhöht die Produktivität und vergrößert damit die Mehrarbeit, das, was in die Kasse des Kapitalisten wandert, als Gewinn. Was ist das Stoßende dran? Produktivität der Arbeit erhöhen. Eine wunderbare Sache. Wieder nochmal erinnert an Disposable Time. Für mehr verfügbare Arbeit haben die Menschen dann automatisch, wenn die Arbeit, ohne dass weniger Gegenstände zur Verfügung stehen, haben die Menschen dann automatisch, ganz von selber, wenn die Produktivität pro Stunde steigt. Heutzutage können die Leute in den 8 Stunden, die sie durchschnittlich arbeiten in der Industrie, ein Vielfaches an Produktivität hinlegen, als damals in der Frühzeit des Kapitalismus in 16 Stunden. Voraussetzung dafür ist aber eine Maschinerie, die dafür taugt. Und dafür wird Aufwand getrieben. Jetzt denkt mal Folgendes. Jetzt hätten wir das Mittel, die Zeit zu verkürzen für die Arbeit. Die notwendige Zeit zu verkürzen. Das reicht der Notwendigkeit zu verkleinern. Und es reicht der Freiheit auszudehnen. Für alle. Nicht bloß für die Klasse der Kapitalisten. Und was passiert? Der Unternehmer erhöht die Produktivität und stellt fest, nicht bloß wird dann, das geht natürlich über den Markt, das ist eine verkürzte Darstellung, wenn sich das da durchsetzt und wenn diese Waren in die Produktion, in die Reproduktion der Arbeiter eingehen, dann wird deren Reproduktionskosten geringer, dann werden sie auch entsprechend billiger sein. Wie sich das nur wieder durchsetzt, müsste dann auch noch diskutieren, das widerspricht wieder was dem Augenschein, nämlich die Preise scheinen doch daran zu steigen, nicht zu fallen. Lassen wir draußen. De facto sinken die Preise, das kann man spätestens dann sehen, wenn man in der Zeitung nochmal sieht, was hat 1950 der Arbeiter gebraucht, um ein Auto herzustellen, und was braucht er heute, um ein Auto zu kaufen. Damals musste er 5 Jahre arbeiten, oder wie viel auch immer. Heute kann er, ich weiß nicht, wie viel
für ein Jahr oder zwei Jahre kann ich ein neues Auto, zumindest Kredit dafür erwerben. Dass die Arbeit, die Produktivität ist so immens gestiegen, dass die Zeit, die Arbeitszeit eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Durch diese Tatsache, dass die Arbeitszeit keine Rolle mehr spielt, nutzt der Eigentümer der Fabrik aus für was Zweites. Erstens, immer mehr von der Geschicklichkeit, von der Anstrengung, von der handwerklichen Fähigkeit der Arbeiter übernimmt die Maschine. Je mehr die Maschine macht, desto einfacher wird die Arbeit. Desto schneller geht die Arbeit auch von der Hand. Die Maschine gibt den Takt vor. Dann kann man die Arbeitszeit wunderbar verdichten. Das kann man bei einer komplizierteren, mit vielen Handgriffen und so weiter und viel handwerklichem Geschick notwendigen Arbeit, kann man gar nicht so leicht. Aber jetzt wird die Arbeit verkleinert in lauter kleine Takteinheiten. Die Maschine macht immer alles, immer mehr. Und der Effekt ist, es wird nicht bloß die, wenn nicht bloß die Waren billiger, die Menschen zum Leben brauchen, der Kapitalist braucht für den gleichen Effekt auch immer weniger Arbeiter. Je mehr, je produktiver die Sache läuft, desto mehr Arbeiter fliegen da raus, wo die Produktivität erhöht worden ist, und müssen schauen, ob sie einen neuen Kapitalisten finden, der sie braucht. Das, was ich vorhin gesagt habe mit den Afrikanern, die kommen und sich dort billigst hierzulande verdingen. Das kriegt der Kapitalismus sogar ganz ohne Afrikaner hin, indem er nämlich die Zahl derer, die er braucht, an einheimischen Arbeitern, relativ vermindert und damit einen Druck am Arbeitsmarkt erzeugt, eine Reservearmee, wo Leute die ganze Zeit schauen müssen, ob sie Arbeit finden und dadurch tendenziell einen zusätzlichen Druck auf den Arbeitslohn darstellen, weil die Kapitalisten natürlich diese Angewiesenheit auf die Arbeit, auf den Arbeitsplatz ausnutzen zur Lohndrückerei. Also, durch die Erhöhung der Produktivität kann die Disposable Zeit, könnte die Disposable Zeit wunderbar vergrößert werden. Wird auch vergrößert, aber auf welche widersetzliche Weise? Die einen müssen nach wie vor 8, 9, 10 Stunden in der Schicht arbeiten, kommen heim mit dem Lohn, sind erledigt und die anderen bleiben draußen und werden gar nicht gebraucht. Haben Verfügung noch und noch und wissen nicht, was sie in der Zeit tun sollen, weil sie nichts haben damit, mit dem sie ihre Zeit dann tatsächlich sinnvoll und zweckmäßig und ihren Bedürfnissen gerecht auszunutzen. Das sind die beiden letzten Zitate. Das eine war das siebte. Ein größeres Quantum Arbeit gebrauchswert, bildet an und für sich größeren stofflichen Reichtum. Zwei Lüge mehr als eine, etc. pp. Diese gegensätzliche Bewegung entspringt aus dem zwieschlächtigen Charakter der Arbeit. Derselbe Wechsel der Produktivkraft, der die Fruchtbarkeit der Arbeit und auch die Masse der von ihr gelieferten Gebrauchswerte vermehrt, vermindert also die Wertgröße dieser vermehrten Gesamtmasse, wenn er die Summe der zu ihrer Produktion notwendigen Arbeitszeit abkürzt. Das ist die Erklärung des Sachverhaltes, die ich vorhin frei vorgetragen habe. Das, was dann als Waren rauskommt, da steckt weniger Zeit drin, die durchschnittlich notwendige Arbeitszeit sinkt und damit auch das, was der Kapitalist den Leuten bezahlen muss, dafür, dass sie arbeiten. Und das achte habe ich auch schon frei vorgenommen, die Absurdität, je größer der gesellschaftliche Reichtum, das funktionierende Kapital, Umfang Energie seines Wachstums, also auch die absolute Größe des Proletariats und die Produktivkraft seiner Arbeit, desto größer die industrielle Reservearmee. Also Reservearmee heißt, diejenigen, die nicht gebraucht werden gerade, die aber jederzeit brauchbar sind und auch gebraucht werden wollen, die da auch scharf sind. Anders als beim Militär, da ist der Reservearmee ja wirklich, dürfte daheim bleiben. Und melden sich nicht dauernd zum Krieg, den es gar nicht gibt. Aber die müssen sich ja dauernd melden. Reservearmee, das Bild heißt, das sind Leute, die brauchen den Arbeitskampf, den Arbeitsplatz, kriegen ihn aber nicht. Bilden also einen permanenten Druck auf diejenigen, auf den Lohn derer, die bereits arbeiten.
Je größer aber diese Reservearmee im Verhältnis zur aktiven Arbeiterarmee, desto massenhafter die konsolidierte Überbevölkerung, deren Elend im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Arbeitsqual steht. Soweit ein Versuch, die Absurditäten dieser Reproduktionsweise, die Marx im Kapital erklärt hat, ein paar Punkten aufzuzeigen, mit dem Angebot, sich das nochmal genau nachzulesen, genau durchzudenken, dann aber auch vor allem über folgende Sachverhalte nachzudenken, den ich jetzt ja weggelassen habe. Wie funktioniert das eigentlich, wenn die Kapitalisten den Wert der Arbeitskraft vermindern durch die Erhöhung der Produktivität? Sie nehmen Kapital auf, um den die Arbeitszeit, die in ihrer Ware steckt, zu vermindern. Getrennt von den anderen, in Konkurrenz zu den anderen. Warum? Wenn sie billiger wären, billiger anbieten könnten, können sie einen größeren Reibach machen. Mehr absetzen, mehr verdienen. Bloß einfach die Preise senken, ist widersinnig. Die Kosten, wenn die Kosten nicht fallen, heißt, das wird auf den Gewinn gehen. Ja, aber die Kosten senken kann für die Produktion. Dann kann man einen billigeren Preis als der Nachbar, als der Konkurrent verlangen und hat den gleichen Gewinn oder vielleicht sogar einen größeren. Je nachdem, wie viel wir sind. Kriegt aber zugleich mehr los. Muss aber auch mehr loskriegen. Braucht dann Arbeiter, die dafür nötig sind, nachdem er vorher welche ausgeschnitten hat, die er nicht mehr braucht. Weil jetzt braucht er von dieser neuen, produktiveren Arbeit, die ihm die Konkurrenz Vorteile bringt, natürlich möglichst viel, um das abzusahnen. Weil nämlich die Konkurrenz nicht schläft. Die anderen merken, dass der billiger sein kann, wissen, warum er das sein kann, weil er produktivere Maschinen hat. Also ziehen sie nach. Das machen alle ringsrum, in allen Branchen, mit allen einzelnen Waren. Und so egalisiert sich das. Und der Vorteil, der den einzelnen Kapitalisten einen extra Mehrwert, einen extra Profit erzeugt hat, schwindet dahin. Jetzt wird aber damit ein neues Niveau als Einstiegsvoraussetzung quasi sachnotwendig. Wo in der Frühzeit des Kapitalismus vielleicht 20 Handwerker sich zusammentun können und sagen, machen wir mal zusammen eine Fabrik auf. Wenn wir zu 20 zusammenlegen, können es vielleicht gehen. Heutzutage muss man antreten gegen Milliardenunternehmen. Um überhaupt anzufangen, muss man schon hunderte von Millionen, wenn nicht Milliarden vorstrecken, Ausnahmen bestehen die Regel, muss man hunderte von Millionen vorstrecken, damit man überhaupt einsteigen kann. Sodass die Folge davon ist, die Kapitalisten machen die Konkurrenz gegeneinander, verbilligen die Arbeit, vergrößern ihren Mehrwert, egalisieren den Mehrwert und machen sich dadurch den Zwang, wieder neu anzufangen, noch produktiver zu sein. So, jetzt kommt letzte Ideologie, der Kapitalismus befördert den technischen Fortschritt. Die Konkurrenz belebt das Geschäft. Der technische Fortschritt, der kommt dadurch zustande, das stimmt. Das ist nicht der Grund. Der Grund ist nicht, die Arbeit leichter zu machen, das Leben angenehmer, die verfügbare Zeit größer. Der Grund ist ein ganz innerkapitalistischer, mehr Gewinn. Kostensenkung. Jetzt können wir sagen, naja, aber immerhin. Kommt doch das andere auch raus. Kommt eben nicht raus. Das eine kommt raus. Weniger Arbeit ist nötig, um die Waren herzustellen, wo früher mehr Arbeit nötig war. Das kommt wirklich raus. Aber nicht für die Leute, die arbeiten, für die Unternehmer, für die Kapitalgesellschaften. Diejenigen, die arbeiten müssen,
Die stehen vor der Tatsache, der technische Fortschritt, der das Kapital dort erzeugt und in Dienst nimmt, kostet sie den Arbeitsplatz, kostet sie die Lohngruppe, dann abgruppiert, kostet sie an Gesundheit durch stressreichere Arbeit, durch, weil ja die Arbeit immer effektiver organisiert wird mit der effektiveren Maschinerie. In der Schule, wer studiert hat, hat es bestimmt mal gehabt, Fluch und Segen der Technik. In der Schule wird sowas philosophisch, also vulgärphilosophisch, für ein Abiturientenniveau halt, wie es dann üblich ist, durchgehegelt. Technischer Fortschritt erleichtert das Leben. Was jetzt müsste man sagen, das dürfen wir in der Schule wahrscheinlich nicht. Für die Kapitalisten. Für den Rest der Menschheit nicht. Die leiden drunter. Weil die Absurdität der Produktionsweise im technischen Fortschritt nur will und nur einführt für diesen bornierten Zweck, wie der Marx sagt, der Erhöhung des Gewinns. Der Marx hat an der Stelle und Marxisten in seiner Folge haben ihn da gründlich missverstanden, gesagt, das ist ein furchtbarer Widerspruch. Ein Widerspruch, der muss doch zur Auflösung des Kapitalismus führen. Hat aber was ganz anderes gedacht, als seine Nachfolger in den kommunistischen Parteien, die gesagt haben, der Kapitalismus geht nicht mehr, haben die geglaubt. Der Marx hat gedacht, wenn sich die Arbeiterklasse das bieten lässt, das macht sie doch nicht lang mit. Sowas lässt mich doch nicht bieten, da sagt man doch mal, Schluss damit. Absurd. Alle technischen Fortschritte verwenden, um den Leuten das Leben schwerer zu machen statt leichter. Parteien der Linken, Kommunisten, haben ihn da beim Wort genommen. Der Marx hat manchmal so Formulierungen geschrieben im Kapital, dass der Unheil, der Widerspruch gewissermaßen zur Auflösung der Produktionsweise führt. Entweder hat er daran geglaubt, dann hat er einen Fehler gemacht. Oder hat er ein Bild gemacht und hat gedacht, naja, da muss natürlich noch welche geben, die Sache dann auch kündigen. Denn wenn der freie Arbeiter frei sein muss, damit er sowas macht, kann er sich auch die Freiheit nehmen zu sagen, so nicht mehr. Schluss damit. Freiheit des Arbeiters ist doch schon im ersten Band als Bestimmung der freien Arbeitskraft, der Arbeitskraft behandelt worden von Marx. Natürlich auch die Freiheit der Arbeitskraft dann angewendet. Schluss damit, wir lösen diese Produktionsweise auf. So stimmt der Satz ja auch dann. Wenn die Arbeiter sagen, so machen wir nicht mehr weiter, dann sind diejenigen, die Teil des Kapitalismus sind, in Form von Arbeitern, natürlich die Kraft im Kapitalismus, die ihn auflöst. Da kann man bildlich sagen, jetzt gibt es einen Widerspruch, der eklatiert. Bloß der Widerspruch ist einer, der geht über den Kopf und über den Willen. Nicht über den Automaten. Deswegen bleibt es ja noch nicht erspart. Wer da was bewerkstelligen will, der muss imstande sein, Leuten, die darauf setzen, dass diese Produktionsweise doch eigentlich ganz gut funktioniert, denen klar zu machen, dass sie aufs falsche Pferd setzen. Haben vorhin gehabt, bei dem Lohn, bei der Lohnform, die Erscheinungsform des Lohns, ist der Grund für alle Gerechtigkeitsvorstellungen. Solange der Arbeiter sagt, ich werde hier unterbezahlt, ich werde hier ungerecht bezahlt, also Lohnerhöhung, dann kann aber Marx nachlesen, gleichgültig welchen Lohn auch immer er verlangt. Lohn ist bloß die verwandelte Form des Preises der Arbeitskraft, des Wert der Arbeitskraft, umgelegt auf die Stunde. Und jede Stunde, wo diese Umlage, dieser Teil bezahlt wird, wird bloß bezahlt, weil der andere Teil sich auch lohnen muss. Jede Stunde soll sich lohnen. Also entweder man kündigt dieses Verhältnis oder man bleibt im Verhältnis drin und liefert damit aber auch der anderen Seite alle Mittel und alle Freiheiten, das wieder ungeschehen zu machen, den Verlust
indem sie neu investieren, um andere überflüssig zu machen. Also wer da was dagegen tun will, der muss da studieren. Zu diesem Studium lädt der Arbeitskreis ein, der sich ab nächster Woche regelmäßig trifft, nämlich wann? Steht auf dem Zettel, genau. Tja, noch Fragen, Diskussionen? Ich habe eine Frage bei dem Punkt 8, dass logisch die industrielle Reserve an den größten Fällen man so produktiver und effizienter die Produktion funktioniert, ist klar. Jetzt würde man, wenn man dann mit dem gegen andere also argumentiert, und die Leute natürlich ganz klar sagen, ja, das haben wir die 8% Arbeitslosigkeit. Es geht ja, glaube ich, über die Zuschauer über 60, 7 Jahre, die Produktivität ist um Faktor 100.000 oder etwa gestiegen. Da ganz kann das ja nicht passen, das wäre doch ein Gegenargument. Was meinst du, gegen was soll ich ein Gegenargument sagen? Das wäre ein Grund, die Reserve um nicht so stärker steigt, obwohl die Produktivität so gestiegen ist. Man sollte da immer dran denken, wenn man zum Beispiel das Verhältnis Österreich-Deutschland und solche Staaten sich vor Augen hält. Wie machen das die eigentlich mit der Produktion? Wo gehen die hin? Die sind so produktiv, dass sie ganze gegenüber sehr an vielen anderen Wirtschaftsstandorten positive Handelsbilanz haben. Das heißt, wo der Marx im Kapital redet, am Anfang hat gar nicht von Staaten. Einfach, so gibt Kapitalismus. Kommt später dann, hat er gesagt, da gibt dann auch noch, muss man mal irgendwann über die Staaten reden. Aber jetzt machen wir erstmal, wie funktioniert die Ökonomie? Eine Exportnation wie Deutschland oder wie Österreich oder die Schweiz, die exportieren die Überbevölkerung nach auswärts. Das heißt, wenn dann die, in Deutschland gab es vor kurzem die Kampagne, wer betrügt, fliegt, also wegen der Europäischen Union, hat ja die Arbeitnehmerfreizügigkeit eingeführt und jetzt dürfen die rumänischen und bulgarischen Arbeiter auch in ganz Europa sich, in ganz Europäischen Union sich verdingen. Und da hat dann die CSU in Bayern, auch da merkt man, wie wichtig es ist, zu agitieren. Den Leuten sagt, passt auf, die klauen euch euer Arbeitslosengeld, die klauen euch euer Kindergeld und so weiter und so fort. Die kommen bloß nicht, um zu arbeiten, sondern abzustauben. Es gibt übrigens einen wunderbaren Widerspruch dabei, wenn es so einfach wäre, dass man sagt, man staubt Kindergeld ab oder sonstige Sozialleistungen, Hartz IV. Wenn es so einfach wäre, warum machen es die deutschen Arbeiter nicht, die österreichischen? Wenn man einfach Däumchen drehen könnte, zum Sozialamt gehen, Sozialhilfe einstreichen, Kindergeld und so weiter und so fort, Wohngeld. Das stimmt ja gar nicht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, würde man die Europäische Union als einen gesamten Standort betrachten, würde man dann fragen, wie viel Arbeitsfähigkeit gibt es denn da? Wie viele Bedürfnisse gibt es für Gegenstände aller Art? Würde man dann die Arbeit so produktiv machen, wie es die produktivsten Abteilungen in Europa hinkriegen, also in Mitteleuropa, Westeuropa, gäbe es keine Arbeitslosigkeit mehr, es sollte überall disposable sein. Halt auf dem Niveau, was dann zustande kommt. Jetzt aber ist die Arbeitslosigkeit durch Staatsgrenzen quasi externalisiert, nach außen abgeschottet. Und da sagt man,
den Arbeitnehmern, die soll ja dann den Seehofer und solche Leute wählen. Wenn er mich wählt, ich sorge dafür, dass die wieder rausfliegen. Dabei ändert sich gar nichts an seiner Lage, denn Deutschland hat den Billiglohn ja längst etabliert. Er konkurriert ja längst mit rumänischen Löhnen. Aber nicht mit den rumänischen Löhnen in Rumänien, sondern mit den rumänischen Lohnhöhen in Deutschland. Die machen ja beides, die Staaten. Sie sorgen dafür, dass die Arbeitslosigkeit im Ausland nicht reindrängelt und ihre Kassen plündert, also die Staatskassen meine ich jetzt in dem Fall, und sorgen zugleich dafür, dass ihre Kapitalisten nicht etwa das Sonderangebot der Billiglöhne in Rumänien und Ukraine demnächst wahrnehmen und auswandern, indem sie in den hochentwickelten Ländern, hochproduktiven Ländern dafür sorgen, administrativ dafür sorgen, dass der Arbeitsmarkt auch dann so drückt auf den Lohn, wie er es tun würde, wenn man die Grenzen aufmachen würde. Und manchmal hätte man auch dann als kommunistischer Verein oder als sozialistischer Verein oder marxistische Gruppe oder wie auch immer man dann da heißt, was man da alles zu tun hätte an Erklärung. Leute, ihr lasst euch was verklärte Zusammenhänge einleuchten. Ihr setzt auf diejenigen, die dafür sorgen, dass ihr konkurrieren müsst mit Billiglöhnern in Deutschland, bleiben wir mal Deutschland, ihr setzt auf diejenigen, die dafür sorgen, dass ihr, wenn ihr entlassen werdet, knall auf Fall nach einem Jahr auf das Niveau fällt, das ist in Österreich noch etwas milder, glaube ich, habe ich mal erzählen lassen, aber im Prinzip ähnlich geregelt. Administrativ wird man dann runtergereicht bis in die Billiglohnsphäre. Ihr konkurriert längst gegen die Rumänen. Aber seid dankbar, wenn die Rumänen rausfliegen, wenn sie bloß Kindergeld wegen Kindergeld kommen und nicht wegen der Arbeit. Und wegen der Arbeit sollen sie auch gar nicht kommen. Das ist ja die andere Seite. Also hätte man jede Menge zu erklären, jede Menge, wir sagen dazu, agitieren, aufzurühren. Gegen Agitation machen, gegen die Agitation der Seehofers oder eurer hiesigen Parteien, die ähnlich argumentieren, ÖVP, SPÖ, ja immer die gleichen verkehrten Argumente. Die Staatsgrenze als Schutz. Und das wäre was, was man in einer Kapitalschulung heutigen Zuschnitts nie vergessen sollte. Man soll nicht bloß rumtüpfen, was hat denn Marx mit diesem komischen Ausdruck gemeint, sondern auch noch gleich dazu denken, wie schaut denn eigentlich das heutzutage aus. Da kann man sehr viel jetzt so in den ersten Kapiteln erklären von dem, was man erlebt. Entweder persönlich oder vermittelt über die Medien, die Zeitungen. Wie bei uns in Mitteleuropa Kapitalismus existiert, so wie im Buch.